Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, wieder zusammen mit dem lieben Fix. Hello! Und wir reacten heute mal live zusammen auf den Shop, also wieder mal was ganz Neues. Oh mein Gott, 20 Sekunden noch. Alter, ich auch, mal schauen. Was denkst du, was kommt heute rein? Ich sag, heute kommt neuer Skin. Okay, ich sag neuer Emote. 3, 2, 1. Und? Oh mein Gott. Alter. Okay, ich gebe zu, du hattest recht. Alter, 2 neue Skins. Alter, ist der heftig, Mann. Alter, der gefällt mir richtig gut. Hypno. Oh mein Gott. Okay, also Leute, das ist der heutige Fortnite-Shop. Wir haben 2 neue Skins, neue Hacke und neuen Gleiter drin. Fangen wir erstmal, würde ich sagen, ganz links auf der Seite an. Nämlich mit dem Hypno-Skin. What the fuck ist das für ein Skin? Also der, guck mal, dieses Gesicht, Alter, der schaut richtig heftig aus. Und 1200 V-Bucks nur, das ist echt ein guter Preis, oder dafür noch diesen Backpack hier. Mega nice. Richtig fett. Der Backpack ist nicht so geil, aber der Skin ist richtig heftig, Alter. Oder? Also ohne der Skin Spaß. Gefällt mir richtig gut. Ja. Auch. Soll ich ihn dir kaufen? Ja, aber nicht mit deinem Creator Code. Doch, nein, schnell. Leute, benutzt Creator Code Snoxy, so wie ich bei Fix hier. Wir sind immer noch auf seinem Account, ich kann es mal ganz kurz zeigen, wir sind immer noch bei Fix. Nice, habe ich mir... Die 20 Cent gibst du mir. Mache ich, okay, bekommst du nachher. Also Leute, der nächste ist Sonnenvogel. Nice Flügel, muss ich sagen. Gefallen mir ganz schon gut. Echt und schicke Leggings, ne, Leute? What the fuck? Ja, ich finde den Skin schwächer. Ja, ich finde die Flügel auf jeden Fall geiler. Also der Backpack ist viel besser als beim männlichen, oder? Also die Maske ist nicht so geil, aber ansonsten ist schon ein cooler Skin irgendwie. Das ist mal ein ganz anderer Style von den Haaren und so, oder? Was ist Stilvorschau? Oh. Auswählbare Stil. Oh mein Gott. Sie gibt's auch ohne. Oh. als hätten sie es gehört, was du gesagt hast, dass du die Maske nicht gut findest, gibt's sie einfach auch ohne Maske. Sehr nice. Okay, richtig cool. Sollen wir sie auch holen? Nein. Er holt sie sich wetten später. Okay, auf jeden Fall haben wir noch die Hacke. Axtek, was ein Wortwitz. Mhm, okay. Lol. 800 V-Bucks kostet sie, so schaut sie aus. Kosten nicht eigentlich die 800 V-Bucks Hacken immer 500? Du meinst, die blauen sind 800 und die grünen sind 500? Ist das nicht so? Ich glaube schon, ich weiß nicht genau. Ja, warte, wir gucken mal. Doch, hä? Guck mal hier. Hä? Warum kostet die 800? Was ist das denn für ein... Megascam. Was ist das denn? Hä, wieso kostet die... Hä? Das hatten wir noch nie. Ja, das ist komisch. Ich glaub mal, das wird ein Fehler sein, dass die eigentlich auch blau sein sollte. Ja. Das ist die einzige Hacke, die 800 V-Bucks kostet und nicht blau ist. Hä, what the fuck? Ich denke mal, es wird einfach nur ein falscher Preis sein, also dass da, hier der falsche oder die falsche Farbe angezeigt wird. Falsche Farbe, keine Ahnung. Ja. Der Sound, warte, wir müssen uns den Sound noch anhören. Ah, ja, mach mal. Hört sich schon nice an. Das ist mal was ganz anderes, so ein dumpfer Sound. Also, würde ich sagen, werde ich mir auf jeden Fall nachher holen, ne? Ja, ich weiß nicht, mir gefällt die Farbe nicht so gut. Ich muss mir nochmal überlegen. Also, ich finde für den Sound auf jeden Fall nice. Und ich will wissen, was sie mit der Farbe hier noch machen, ob sie das noch ändern. Ja. Dann haben wir hier Sonnenaufgang. Ein Gleiter. Ein etwas anderer Gleiter, aber irgendwie gefällt mir der Stil nicht so. Ja, so Aztekenmäßig, ne? Also, ich finde den jetzt auch nicht so ich heftig. Ich weiß nicht. Leute, schreibt mal in die Kommentare, kauft ihr euch den? Ah, ich glaube ich nicht. Ja, ich glaube ich hier auch nicht. Also ist jetzt auch nicht. Auch ich hole mir eher die Skins, ey. Ja, Skins sind auf jeden Fall ziemlich cool. Also die kann ich heute auch auf jeden Fall empfehlen. Mega. Dann kommen wir jetzt auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Leute, falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, könnt ihr gerne jetzt noch schnell machen. Einfach unten kurz auf den Like-Button klicken. Ja, bitte gib eins Like. danke, Leute. Und auf der rechten Seite haben wir dann erstmal den Abstrakt-Skin drin für 1500 V-Bucks. Aber warum ist der heute drin? Ist auch komisch. Wieso? Ich weiß nicht. Der ganze Shop ist so voll mit so den neuen Skins und dann ist auf einmal so ein Sprayer drin, keine Ahnung. Hey, ist ja immer so, dass sie mal was random reinpacken. Ja, ist auch cool. Fix hat noch nie den Shop angeschaut. Ja, Leute, ich schaue nicht auf den Shop. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ich fand solche Street-Skins eigentlich früher ganz nice, aber den Backpack finde ich ja nicht so cool. Also würde ich eher nicht so empfehlen. Nachteule finde ich ist eine coole Picke. Ich weiß gar nicht. Aber ganz ehrlich, ich würde die Hacke mir nicht holen, weil du kennst doch diese Wukong-Hacke. Den so ähnlich, Stab. Und die kostet genauso viel, glaube ich, oder die kostet maximal 1200. Das sind halt nur 400 V-Bucks mehr. Und dafür hat die Stab, genau, dafür hat die so einen krassen Glühen-Effekt, der ist halt 100 mal geiler und schaut halt relativ ähnlich aus. Also würde ich nicht unbedingt so krass empfehlen. Dann lieber Wukong-Stab holen. Schwer beschäftigt, nächster Mode, richtig nice. Maximum Disrespect für Gegner, wenn du den benutzt, oder? Also Leute, falls ihr jemanden tötet und so richtig, richtig das auslachen richtig wollt, nice. Holt euch diesen. Skin ist so heftig, Alter. Oh mein Gott, ey. Auf jeden Fall auch ein nicer Emote. Überfliegerin
Eher nicht, Leute. Eher nicht. Nicht mal ein Backpack dazu. Da würde ich mir heute für den gleichen Preis bekommt ihr heute halt auch noch bei dem neuen Skin ein Backpack dazu. Also auf jeden Fall. Und bei der Frau sogar noch eine Stiländerung. Deswegen, der hat keinen, oder? Nee, der hat keinen Stil dazu. Ja, dann haben wir noch Lass es regnen. Auch schon eine Weile nicht mehr im Shop gehabt. Ja, YouTuber-Emote halt, Leute. Ne, ihr wisst Bescheid. Das Money regnet hier. Alle mal Supporter-Creator-Code eintragen. Ihr wisst Bescheid, ne? Dann regnet wieder Gewinnspiele hier. Also Leute, ich werde heute, denke ich mal, auch die beiden neuen Skins verlosen. Also falls ihr die haben wollt, einfach mal ein Hashtag Snoxy in die Kommentare unter allen Leuten, die das machen und den Creator-Code Snoxy auch benutzen. Unter denen verlose ich dann wieder hier die neuen Skins. Also falls ihr die haben wollt, nehmt da unbedingt teil. Und im letzten Slot Hot Rod für 500. Das Einzige, warum ich den Gleiter empfehlen kann, ist, weil viele Leute den irgendwie nicht kennen. Ich werde immer im Stream gefragt, woher ich diesen Gleiter habe. Mm. Weil er halt so ziemlich so selten anders aus. Genau, er schaut selten aus, aber inzwischen ist das nicht mehr. Also, weiß nicht, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen. Nee, ich auch nicht. Und ja, wir sind schon durch. Das war's heute zum heutigen Fortnite Shop. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auch abonnieren gerne, nicht vergessen. Genau, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Aktiviert die Glocke, um hier immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wenn neue Skins reinkommen in den Shop, ich stelle es euch immer vor. Und ja, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Schaut auch bei Fix vorbei. Ja, danke. Und dann hören wir uns mal wieder. Tschüss. Bis dann. Macht's gut und rein. Tschüss.